Hey, yo, Freunde, euer Mr. Duit. Wie ihr seht, mitten bei der Arbeit, mein Bruder ist heute wieder da. Hallo, Freunde. Für heute ist Schluss. Eine Bahn ist noch übrig. Also ein Eimer Farbe muss ich noch verballern. Und darf ich zeigen? Ja, die kannst du mal einmal schwenken. Oh, Freunde. Also da oben, hier oben muss ich noch einmal dran. Von der inneren Seite muss ich noch mal den Träger und dann ist das erledigt. Ja, wie man hier sehen kann, die Scheiben haben einen leichten Film abbekommen. Das kann ich aber, weil es bei der Farbe, ich habe das mehrfach getestet und vor allen Dingen für diejenigen, die jetzt sagen, warum machst du denn über die Dosen? Hier, film mal. Direkt, wenn man direkt danach mit dem Lappen rüber geht, dann kann man die ganz schön wieder sauber machen. Weil das ist, wie gesagt, Dispersionsfarbe. Ja, feuchter Lappen, dann ist es sofort ab. Wobei das so sogar besser aussieht. Ja, darum habe ich 4 Tage lang kein Video gemacht. Vorsicht. Ups. Wer sich an diese Ecke erinnert, hier war alles voll. Dreckig, richtig dreckig. Ich habe auch hier drunter extra noch ein Dichtmittel. Da sind nämlich Rohre. Ich wunderte mich, dass es da so gezogen hat. Und zwar sind da die Anschlüsse für die Abflusskanäle nach links und rechts. Und da zog es, weil das so eine Art Kanal ist, da zog es richtig durch, ist mir aufgefallen, wo ich hier mit dem Feuerzeug rumgespielt habe. Ich denke, wo kommt der Wind her? Ich dachte erst wieder, es war eine Scheibe, aber es kam von da unten. Da habe ich alles dicht gemacht und habe das Brett auch überlackiert. Und hier habe ich noch einen Wasserschaden. Also da ist nach 2 Tagen sofort der schwarze Fleck wieder gekommen. Irgendwo da draußen scheint wohl irgendwie Wasser durchzukommen. Also wie gesagt, mit der Maschine super geil. Hammer. Mein Bruder hat das auch mal probiert und wie sagst du? Richtig geil. Macht Spaß auch, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, da macht das Streichen richtig Bock. Du hast dich jetzt nicht aufgenommen. Doch, warum nicht? Oh nein, Freunde. Oh mein Gott. So, auf jeden Fall ist das halt anstrengend. Also die Wände streichen oder spritzen, das geht ruckzuck. Das Problem ist immer dieses Leiter hoch, ein Stück sprühen, dann wieder runter, wieder hoch. Das dauert halt so lange. Und heute war einer hier, ein Nachbarschrauber auch von drüben, mal hier drin und hat gesagt, alter Verwalter, wie viel willst du haben, sagt er für die Halle. Ja, er sieht halt, ne? Und der Boden, man sieht ja überall die Fußabdrücke, da gehe ich nachher mit einem, das ist ein ganz, ganz feiner Nebel, ne, sieht man schon, da gehe ich nachher, wenn alles jetzt fertig ist, gehe ich da stückweise immer mit einem Schrubber und ein bisschen warmem Wasser und dann werde ich das Ganze hier nochmal einmal abschrubben und ja, dann ist der Boden wieder, ja, wie er vorher war, er ist ja, sag ich jetzt mal, jetzt mit so einem ganz feinen Nebel ausgelegt und von unseren Schuhen natürlich, aber das wird auch noch schön. Ja, deswegen war ich jetzt die letzten Tage nicht online, weil ich halt hier, wie man sieht, ist es ja schon, also das sind jetzt höchstens noch 10% oder 20% noch. Das mache ich morgen fertig, du hilfst mir wieder. Ja. Und dann ist die Halle bereit. Die Hebebühne ist schon bestellt, Freunde. Chaka chaka. die kommt jetzt auch. Und habe ich noch irgendwas an aktuellen Sachen? Ja, wie man sieht hier, wenn man mal einmal so ins Lager filmt. Katastrophe. Katastrophe. Ja, wie man sieht, alles reingeworfen. Richtig auch verstaubt. Also das ist keine Farbe oder so, das ist richtiger Staub. Weil ich natürlich hier vorher auf den Trägern da oben, auf den T-Stücken, da war so eine dicke Schicht Staub, wo ich vorher mit dem Besen erstmal alles runter und ja, das ist das Resultat halt. Und heute ist eine Lieferung gekommen, Freunde. Kommt mal mit. So. Wir haben frische, nagelneue Conti-Reifen. Bei den Reifen sieht man jetzt, abgesehen von meinen fettigen Fingern, hier. Und zwar sind das Allwetterreifen, All-Saison-Kontakt. Ne? Yes. Also, nagelneue Reifen, hier auch mal Benzinverbrauch, Klasse B und bei Fahrweise bei Wasser, also bei nassem Untergrund B und 71 Dezibel. Hier nochmal die Maße. Dieser Reifen, Freunde, beziehungsweise alle 4, sind für unseren Renault Kangoo. Und die Liste, die ich hier angesprochen habe, da geht es jetzt los. Das ist schon mal ein Vorgeschmack dafür, dass es so schnell kommt. Ich wundere mich, die Reifen waren das erste, was kam. Naja, ich bin durchgeschwitzt mit diesem Anzug, aber, ja, achso, die Maschine müssen wir jetzt sauber machen. Ich weiß nicht, ein paar Leute hatten geschrieben, wie reinigt man die Maschine. Ich zeige euch das eben, einen Moment. So, jetzt ist das Gerät komplett durchgespült.
So, jetzt hat er Druck aufgebaut in der Leitung, 15 Meter, ist ja noch Farbe drin, die muss jetzt raus. Und jetzt drehe ich mal hier den, die Spitze, weil jetzt spritzt der einen richtigen Strahl. Vielleicht kann man das mal zeigen. Guck mal hier, ich zeig das mal. Da ist natürlich Druck drauf. Okay. Hast du gesehen? Ja, mach nochmal. So, das ist so ein richtiger feiner Strahl. Und den lasse ich jetzt mal, tauche ich hier ein und spritze jetzt. Er lädt natürlich nach. Und jetzt spritze ich so lange, bis natürlich das Wasser kommt. Hey, hier sieht man das nicht. Ja. Man merkt nämlich den Unterschied, wenn es Wasser ist, dann wird der Strahl richtig, dann hört man das nicht. Das ist jetzt Farbe immer noch. Nur gefallen lassen. Wann merkst du, dass das Wasser ist? Hörst du gleich. Jetzt ist Wasser. Jetzt. Du merkst direkt. Ja, beim Wasser merkt man das. Weil der, man sieht es auch. Ja, weil Wasser, bei Wasser, der Widerstand, weil das ja keine die Farbe ist ja dickflüssig. Also dickflüssiger, genau. Ja, dickflüssig, genau. Und durch das Wasser ist das natürlich jetzt, dann hat der richtig Power. Ja, somit. So reinigt man das Ding also. Genau. Gerät ausmachen, Druck nehmen, man hört das, komm mal her. Wenn ich jetzt das Gerät umschwenke, dann hört man so ein Zischen. Man sollte das Gerät auch ausschalten, so. Jetzt nochmal. So, ja. Weil ja der Druck auf dem Schlauch ist, dann merkt man auch, der Schlauch labbelt richtig jetzt. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ganz einfach durchzuspülen. Und jetzt lasse ich das nämlich so stehen und morgen mache ich eine neue Farbe auf. Weil heute, wenn ich die jetzt aufmache, die muss ich ja durchballern, dann wird das wieder zu spät. Ja, gut, ich würde sagen, ihr wisst Bescheid. Ja, die Scheiße muss ich noch machen. Da muss ich einmal die Träger. Ihr wisst ja, dass das Stück wird ja orange. So wie unsere Mr. Louis Farbe, ne? Die Farbe hier auf meiner Käppi. So wird die orange werden, aber bis es soweit ist, bis ich da mal die Lust für finde, lasse ich es erstmal weiß. Weil das sieht einfach viel schöner aus. Und hier den Stromkasten habe ich natürlich abgeklebt, die ganzen Scheiben. Das ist jetzt hier, das lasse ich aber jetzt trocknen, dann ziehe ich das hier ab. Und morgen bekomme ich Besuch, morgen kommt jemand und macht unsere Scheiben, da kommt Milchglasfolie drauf, richtig schön. Ja, mein Kaffee ist jetzt natürlich, die Maschine ist, ach, ja, ihr seht ja natürlich, ne? Ja, wir mussten ja umstellen, ne, zum Streichen. Ja, ja. Aber das machen wir morgen alles fertig. Da sind drei Tische, alles kreuz und quer. Ja, Freunde, ein Lebenszeichen von mir, ihr seht, es kommt voran und... Ja, ich habe noch was richtig Tolles bekommen. Ein richtig Monster-BMW, der monstermäßig verrußt ist. Der komplette Motorraum pechschwarz. Also da wird nochmal ein richtig schönes Video kommen. Aber bevor wir damit anfangen, wird wahrscheinlich noch der Zusammenbau von der Hebebühne kommen. Dann wird noch kommen... Ich habe da noch was Schönes bekommen. Ein Getriebespülgerät. Ne? Wir können bald was ganz Schönes machen. Was habe ich noch für Neuigkeiten? Fällt mir noch was ein? Mir fällt genug ein, was du noch machen könntest. Ich kenne da jemanden, der hat einen Golf 5, dessen Türschloss ist immer noch nicht eingebaut. Ach so, ja, ich kenne da auch einen. Der heißt Birol und ja, wir müssen mal meinem Bruder die Tür endlich mal fertig machen, das ist schon fast ein Nein, Wasser. Aber bis es hier fertig ist, habe ich noch Geduld. Ne? Ich kann es ja noch abschließen. Von ja, ich danke dir. Bitte, gerne. Naja, Freunde, euer Mr. Druid, wir sehen uns morgen. Morgen kommt wieder ein Video. Und tut mir leid, dass das Video hier so spät kommt, aber ihr seht, es ist schon wieder dunkel draußen. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann, ciao.